Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal einen Wasserversuch zur Energetisierung von Wasser zeigen, wie man Wasser energetisieren kann. Hatte ich ja im letzten Video euch schon mal gezeigt, hier diesen wunderschönen Urgan-Akkumulator. Ja. Der ist jetzt so gut wie fertig. Fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber zur Energetisierung funktioniert er halt schon. Urgan, Lebensenergie, müsste man zur Energetisierung nutzen können. Um euch da mal einen Versuch zu zeigen, ich habe jetzt hier gerade dieses Wasser, 1 Liter, aus Leitungswasser ist das, frisch eingeschenkt. Und das möchte ich jetzt mal energetisieren, gucken, ob das funktioniert. Zunächst mal nochmal, das habe ich euch gezeigt, hier diese Karte nach dem Alfred Bovis-Einheiten. Da habe ich jetzt gerade das Wasser gemessen, so wie es aus der Leitung kam, jetzt frisch, 2500 Bovis-Einheiten. Das ist also nicht allzu viel. Und jetzt werde ich das mal, jetzt ist es 15.30 Uhr, jetzt werde ich das mal in diesen Akkumulator einstellen und heute Abend bzw. morgen früh werde ich da mal Messungen durchführen und natürlich das Wasser auch trinken und mal gucken, wie das schmeckt. Na? Also in diesem Sinne, also du siehst vielleicht dort unten, ein paar Lebensmittel habe ich jetzt schon reingetan. Dafür ist er natürlich nie gedacht. Also der ist ja gebaut. Hinten ist ja so eine Sitzbank, dass sich da auch jemand reinsetzen kann, dass da Heilung stattfindet. Das wird auch passieren. Aber rein praktisch gesehen, wenn jetzt niemand drinnen sitzt, wenn ich den nicht nutze, müsste man ja auch Wasser damit energetisieren können. Gut. Das stelle ich jetzt mal hier unten in die Ecke. Wie gesagt, es ist jetzt 15.30 Uhr und dann schauen wir mal, was passiert. Werde ich den Schrank zuschließen, also ja, zumachen und dann schauen wir mal, was passiert. In diesem Sinne, bis bald. Ciao. Hallo ihr Lieben. Zurück zum zweiten Teil. Ich bin phänomenal überrascht. Wir haben es jetzt, ich gucke auf die Uhr, 2,5 Stunden später. Also ich hatte das Wasser hier reingestellt, 3:30 Uhr, 15.30 Uhr. Und wir haben es jetzt 19 Uhr, weil ich habe jetzt gerade mal, ich zeige das nochmal ins Bild, Bovis-Meter oder Biometer, wo man die Strahlungsintensität messen kann. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und ich habe das jetzt abgefragt und der Versuch reicht und ich bin absolut überrascht, was hier rausgekommen ist. 2500 Bovis Einheiten war der Wert, wo ich es reingetan habe, also das Leitungswasser. Jetzt gerade habe ich gemessen und das Wasser hat eine Strahlung von sagenhaften 26.000 BE. Das ist der Wert, der rausgekommen ist. Also das ist wirklich phänomenal. Das hätte ich selber nicht gedacht. Und da wollen wir uns jetzt mal aufmachen. Also ich hole das Wasser wieder raus. Ich habe das hier im Akkumulator natürlich die ganze Zeit stehen lassen. Tür geschlossen, aber wie gesagt, der Versuch reicht. Es lohnt jetzt nicht, bis morgen früh noch zu warten, weil das ein phänomenal hoher Wert ist. Ich werde da auch nochmal einen zweiten Versuch machen, weil ich das natürlich jetzt nicht verfolgt habe. Ob das auch welche Veränderung in einer halben Stunde halt eintritt, ne? wie schnell das geht. Das werde ich einfach mal testen. Ja, da holen wir mal das Wasser raus. Hier ist es.
Unten habe ich noch ein paar Feldsalat habe ich da drin und ein paar Radieschen, die jetzt schön aufladen, halten die länger frisch. So, hier ist das gute Wasser und da werde ich jetzt mal testen. Also zuerst muss ich sagen, es schmeckt keinesfalls in irgendeiner Form abgestanden. Ist frisch. Und hat einen sehr guten Wohlgeschmack. Fast sogar weich, rund, lässt sich schwer beschreiben. Alle Fälle wohltuend. Ja, also ich freue mich riesig, dass dieser Versuch meine Erwartungen sogar noch bei Weitem übertroffen hat. Das ist wirklich Neuland für mich. Und ja, einfach phänomenal. Anderes Wort kann ich nicht dafür gebrauchen. Vielleicht zum Abschluss noch ein Wort. Was kannst du zu Hause machen? Du musst dir, wie gesagt, den Akkumulator hier, diesen Standard-Akkumulator, habe ich ja gebaut, auch für Heilungszwecke. Nicht mal unbedingt jetzt für mich selber, weil ich fühle mich relativ gut, aber dass das halt auch andere Menschen nutzen können. Also das war der Sinn und Zweck. Das ist so, ich zeige es dir nochmal kurz. Also ein Kasten zum Reinsetzen. Dort unten setzt man sich hin. Ganz unten wird nochmal ein Fach, ja, wo man Lebensmittel oder irgendwelche Präparate halt reinstellen kann. Und hier oben baue ich noch dran. Da ist eine Auflagefläche, da kommt noch wie ein Schild rein, dass wenn man dann dort drin sitzt, dass man da wie noch ein Feld oder ja, eine Schicht, mehrere Schichten Stahlwolle, ein Strahlungsfeld vom Brustkorb halt hat. Ja, das soll relativ nah am Körper sein. Das wäre gut. Wie gesagt, ich experimentiere noch damit. Aber das ist sinnvoll, also das wird noch ergänzt. Ja, also was kannst du zu Hause machen, wenn du dir jetzt nicht unbedingt so einen großen Akkumulator bauen willst und willst schnell loslegen. Da gibt es auch, ich habe das ja in einem vorhergehenden Video schon mal gezeigt, aber ich hole es nochmal her. Hier ist ja das kleine Organkissen, also im Prinzip Schichten, Stahlwolle in Haushaltsfolie eingepackt. Immer wieder separiert, also Haushaltsfolie als Isolator. Hier in dem habe ich ja, Folie genommen, Gartenfolie, die ich da hatte. Die ist dicker als die Haushaltsfolie. Also wichtig ist irgendeine Form des Isolators zwischen die Stahlwolle halt zu haben. Aber für ein einfaches Kissen, Haushaltsfolie gibt es ja überall, gibt es in jedem Supermarkt, kannst du dir so ein Ding halt selber bauen. Ich habe das jetzt mal getestet. Also das kleine Kissen hier zum Beispiel hat eine Strahlungsintensität von 13.000 Boris-Einheiten. Also auch damit kannst du Wasser prima aufwerten. Du kriegst jetzt vielleicht keine, so wie ich jetzt hier gerade in dem großen Kasten, 26.000 Boris-Einheiten. Aber es ist ja vielleicht auch wichtig, kleine Schritte zu gehen. Warum nicht? Und ja, die ganze Geschichte hier kostet nicht viel. Die Stahlwolle gibt es bei Amazon oder bei eBay. Amazon fand ich ein bisschen besser. Kannst du mal gucken, wenn du dir da welche besorgen willst, dann nimm welche mit in möglichst feiner Feinheit. Also
die hier, die ich habe, hier drin, die im Akkumulator ist, die hat die Feinheit 0000. Also das ist ziemlich fein. Das ist günstig als die grobere Stahlwolle, lässt sich auch einfacher verarbeiten, schneiden und so weiter. Ja? Gut, also das wollte ich jetzt erstmal mitteilen. Wasserversuch ist geglückt, hat meine Erwartungen übertroffen. Freue ich mich drüber und ja, vielleicht hast ja auch du Lust, mit sowas einfach mal loszulegen, dann kannst du einfach einen Kommentar hinterlassen. Und ja, wenn du noch Fragen hast, dich auch bei mir melden. Ne? In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao.